Ich möchte mit dem Versprechen und mit der Verheißung beginnen, aller großen Meister in allen Zeiten, in allen Kontinenten, in allen Ländern. Und diese Verheißung, dieses Versprechen ist eigentlich das Entscheidende zu verstehen, damit wir wissen, worum es geht im Kriya-Yoga. Also diese großen Meister des Yogas haben alle gesagt, dass eigentlich unsere eigentliche Identität ist göttlich. Das ist ein schönes Wort, aber was bedeutet es? Sie haben gesagt, dass wir haben potenziell die Möglichkeit, durch uns dieselbe Kraft und Freude zu leiten, zu spüren. Dieselbe Kraft, die das ganze Universum hervorgebracht hat. Wir haben die Möglichkeit, unser Bewusstsein auszudehnen, jenseits der Grenzen von diesem Universum und auch anderen Universen. Wir haben die Möglichkeit, eine Liebe zu spüren, die total bedingungslos ist. Kommt nicht darauf an, was euch passiert, ob ihr ans Kreuz geschlagen werdet wie Jesus Christus oder gefoltert werdet. Die Liebe ist bedingungslos. Einen Frieden, wir haben die Möglichkeit, einen Frieden wahrzunehmen, den total bedingungslosen Frieden. Was immer passiert im Leben, unsere eigene innere Realität ist nicht antastbar. Das ist ein Bewusstseinszustand jenseits von dem, was wir uns vorstellen können. Und es wird in Indien Samadhi genannt. Das Ziel von Yoga ist Samadhi. Die Einheitsbewusstsein mit allen Dingen, mit allem, wo keine Zweiheit mehr besteht. Die totale Befreiung von allen Anhaftungen oder Bedingungen, die auf den feinsten Ebenen bestehen können. Ein unvorstellbar powervoller Zustand der göttlichen Einheit. Und diese großen Yogis wie Yogananda sagen, wir können das auch in einem Leben erreichen, wenn wir dran arbeiten. Und die großen Meister, die Yogananda, dieser Linie von Meister als Babaji, Mahabharata Babaji, Lahiri Mahashaya, Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda, die haben diese Botschaft in den Westen gebracht, dass wir sind alle göttlicher Natur. Und wir haben diese Möglichkeit, diese unglaubliche Glückseligkeit in uns wieder wahrnehmen zu können, wenn wir diese richtige Lebensweise fühlen, wenn wir die richtige Methodik anwenden. Und die haben uns diesen Schlüssel des Kriya-Yogas gebracht. Die Kriya-Yoga-Technik wird in Einweihung gegeben. Also ich werde euch jetzt nicht erklären, wie diese Technik funktioniert. Die wird nach einer Vorbereitung gegeben, in Ananda. Es gibt auch andere SRFs, die Gemeinschaft der Selbstverwirklichung oder Babaji's Kriya-Yoga, die auch da sind. Es gibt verschiedene Bewegungen, die diese Techniken und diese Methodiken verbreiten auf der ganzen Welt. Ja, und ich bin in dem Sinne jetzt hier der Vertreter von der Ananda-Gemeinschaft in Italien und weltweit der Yogananda-Kriya-Yoga-Bewegung. Und wir geben diese Techniken der Tradition von Yogananda weiter in Einweihung nach einer Vorbereitung, einer individuellen Vorbereitung der Menschen, die diese Methodik wollen. Man muss erst vorher lernen, in dem Sinne innerlich in der Meditation bestimmte Ruhe und Zentriertheit zu finden. Sonst hat diese Methodik keinerlei Kraft mehr, die hat keine Power, wenn wir nicht verstehen, unseren Geist minimal beruhigen zu können. Bevor ich diese technischen Aspekte eingehe, ich möchte zurückgehen, wo diese Methodik herkommt und wer die in dem Sinne erfunden hat. In dem Sinne wurde die nicht erfunden, sondern wiederentdeckt. Kriya-Yoga, die alten Rishis, es geht zurück tausende von Jahren. Die alten Rishis, die alten Seher und Weisen in Indien und auch in anderen Kontinenten, in anderen Ländern, die haben sich ganz ernsthaft innerlich gefragt, ne, was ist die Natur dieser Schöpfung, was ist, wer bin ich überhaupt, ne?
was ist das überhaupt? Ich bin auf einmal geboren worden, jetzt sitze ich da und bin jemand, ich denke und so weiter. Was steckt dahinter? Ne? Und durch tiefgehende innere Forschung haben die ein grundlegendes Prinzip erkannt, das überall in der Schöpfung beobachtet. Man kann es überall beobachten. Das Prinzip der Dualität oder Polarität. Wenn wir uns meinetwegen ein Atom anschauen, es gibt immer ein Zentrum mit positiver Ladung. Ne? Das Protonen, Neutronen sind positiv und die Elektronen sind negativ geladen. Ne? Es gibt eine Polarität, was eine Spannung ergibt. Im Sonnensystem ist dasselbe Prinzip, ne? Dass die Sonne positiv die anzieht und die Planeten fliegen drumherum und haben eine abstoßende Kraft, ne? Das ist die Fugalkraft. Selbe findet in der Galaxie statt, unsere Erde hat Polarität, alles hat Polarität, in jedes, wo immer wir auch hinschauen, in jedem Punkt der Schöpfung finden wir diese Polarität. Und zwischen den beiden Polen, von positiv und negativ, ist eine Spannung. Und diese Spannung normalerweise nennen wir Seelen. Leben kommt durch diese Spannung hervor. Wir selber, der menschliche Körper, ist auf, wie wir wissen, ihr kennt wahrscheinlich alle, habt ein bisschen Yoga-Kultur euch angelesen und praktiziert, nehme ich mal an. Ne? Das Grundprinzip ist das der Polarität. Wir haben einen Nordpol und einen Südpol. Ne? Und was dazwischen fließt, zwischen diesen beiden Polen, ist das, was wir Leben nennen, unsere Lebenskraft. Und im Yoga geht es um diese Lebenskraft, Prana auch genannt. Und diese Yogis haben erkannt, okay, wir haben diese Polarität und es steht in Verbindung auf die eine oder andere Art mit unserem Atem. Was passiert, wenn wir geboren werden? Wenn wir geboren werden, das Erste, was wir tun, ist, wir atmen ein als kleines Baby. Ne? Dann beginnt unsere Energie aufzusteigen. Das Letzte, was wir tun werden, wenn wir sterben, alle von uns, ist ausatmen. Und zwischen diesen beiden Momenten haben wir eine bestimmte Zahl von Atmungen. Jeder. Und da liegt ein Prinzip dahinter. Die Yogis haben erkannt, dass diese Atmung steht in Verbindung mit inneren Energiekreisläufen. Ne? Das nennt man im Yoga, wenn ihr praktiziert, Ida Pingala. Ne? Aufsteigend. Ida, absteigen, Pingala. Und es hält ständig wie ein Pendel unsere Lebenskraft im Gange. Wir müssen ständig atmen, wir können nicht aufhören zu atmen. Oder? Ständig, das, was jeder von uns das ganze Leben lang tut, ist atmen. Aber wir sind nicht bewusst dessen, dass wir ständig atmen. Und mit dem Atmung, schwingt unsere Lebenskraft auf. Wenn wir aufgeregt sind, ne, wenn wir uns ärgern, atmen wir schnell oder nicht. Ne? Deswegen wird unsere Lebenskraft aufgewühlt. Wenn wir sexuell stimuliert sind, atmen wir schnell, ne, und spüren diese Sexualkraft in uns. Ne? Oder wenn wir dagegen ganz konzentriert in was arbeiten, ne, in totaler Ruhe sind, ne, dann wird unser Atmung ganz subtil, ganz fein. Ne? Und so mehr wir in den Moment gehen, in das Jetzt gehen, in die Konzentration gehen und bewusst werden, wird der Atem ruhiger und tiefer. Das haben die alten Yogis schon erkannt, tausenden von Jahren. Ne? Da hängt ein Zusammenhang. Also wie gesagt, ne, die haben erkannt, Ida Pingala, ständiges Kreisen von Energie in uns, ne, der mit der Atmung zusammenhängt. Und wenn wir uns konzentrieren, wird er ruhig. Und dann, aber was sind wir eigentlich? Ne? Es ist irgendwie alles noch körperlich gebunden. Solange wir in diesen Kreisläufen kompulsiv atmen müssen, sind wir gefangen in unserer Personalität, in unserem Körper, in unserer und ständig kreisenden Gedanken. Ne? Da kommen wir gar nicht raus. Wer hat mal probiert, aus seinen kreisenden Gedanken rauszukommen? Ne? Es ist wie ein kompulsiv. Also ich sage immer, ein Journalist, ne, der ständig alles kommentiert in unseren Gedanken. Ne? Und die Yogis haben verstanden, dass wenn wir wirklich frei sein wollen von
von diesen Gedankenkreisläufen und körperlichen Identifizierungen der Personalität müssen wir jenseits der Gedanken gehen, müssen wir jenseits des Atems gehen, in den atemlosen Zustand, was das Ziel ist von Kriya Yoga, wo die eigentliche Meditation erst beginnt. Ja, aber wie macht man das? Ne? Was die Yogis auch erkannt haben, dass es neben Ida Pingala, diesem Kreislauf von Energie, gibt es noch einen weiteren mystischen Kanal, den wir Shushumna nennen. Innerhalb der Wirbelsäule gibt es einen energetischen Kanal, den man nur in der totalen Atemlosigkeit oder tiefen Meditation erfahren können, wo wir wirklich erst die Kundalini erwacht. Diese viele Leute reden über Kundalini, sehr wenige haben es wirklich hier erfahren. Ne? Diese aufsteigende innere Kraft von Kundalini, die sich aus der Basis der Wirbelsäule nach oben bewegen kann, durch diese Chakren hindurch, die auch viel wird darüber geredet, wenige Leute haben es wirklich erfahren. Um wirklich die Chakren erfahren zu können, um wirklich die Kundalini erfahren zu können, muss man in der Lage sein, in die totale Stille zu gehen, in die totale Atemlosigkeit. Vorher ist es nicht möglich, dass sich Shushumna, der Shushumna-Meditation stattfinden kann. Also die Yogis haben das erkannt innerlich und dadurch haben sie auch verstanden, warum sind wir nicht in diesem Zustand von totaler Glückseligkeit ständig. Ne? Wir sitzen hier, aber fühlt ihr jetzt diese innere Power, die durch uns durchfließt, von totaler Freiheit und Kraft und Glückseligkeit und Liebe? Nein. Was ist es, was uns aufhält? Was ist es, was uns begrenzt? Die Yogis haben erkannt, ja, das sind lauter Knoten in unserer Wirbelsäule. Ne? Wir sind alle verknotet. Ne? Das sind lauter, man nennt es Vrittis im Yoga. Ne? Vrittis heißt Vortex. Das sind ständige Anziehung, Abstoßung, konstante Abstoßung. Ne? Die entlang unserer Wirbelsäule lauter kleine Art Knötchen bilden und es aufhalten, dass wir nicht wirklich in diesen göttlichen Zustand eintreten können. Das ist ein Karma, man nennt es auch Karma. Ne? Das sind die Erinnerungen an allen möglichen Aktionen unserer Vergangenheit, wo wir uns damit identifiziert haben oder Wünsche nicht erfüllt haben oder Ängste haben. Und das hat sich alles angesammelt in Wirklichkeit entlang der Wirbelsäule, sagen die Yogis. In den kleinen Bewegungen, ständig Anziehung, Abstoßung. Das bildet unsere Persönlichkeit, unsere Erinnerung. Ne? Ach, das gefällt mir nicht, ich liebe das, ich hasse das. Ne? Ich bin das nicht. Ne? Das ist eine ständige Identifizierung mit unserem kleinen Ich. Ne? Und wenn wir in der Lage sind, das loszulassen, können wir kann diese Energie aufsteigen, wir können dieses göttliche Glück innerlich erfahren. Das ist natürlich ein langer Prozess. Kriya Yoga ist eine Methodik, in der man die Wirbelsäule, die Energie in der Wirbelsäule stimuliert und diesen Sauerstoff der Atmung umwandelt in Prana, in reine Lebenskraft und dadurch die energetische Spannung zwischen den Polen steigen lässt. Und diese Energie, dem sie die befreien, auch für diese alten Anhaftungen. Man kann sich in das befreiende Licht der Erfahrung des spirituellen Auges in dir, in unserem Kopf, in unserer Front, hier, in unserer Stirn. Gotashta genannt auch im Yoga, da kann man in diesem Licht diese Samen von diesen ständigen kleinen Identifizierungen mit unserem kleinen Selbst auflösen, im Wohlgefallen in diesem Licht. Es ist natürlich eine lange Arbeit, aber wir sind dafür da. Wir sind alle dafür geboren worden, in dem Sinne. Unser Ziel, wie ich angefangen habe, in unserem Leben, ist diese Befreiung. Dafür sind wir geboren worden. Das ist es, um was es geht. Alles Rest ist Zeitverschwendung.
gewisse Weise. Wenn es nicht dazu dient, dass wir uns innerlich ständig befreien. Die Grundvoraussetzung, sagen die Yogis, ne? Man muss erstmal erkannt haben, was man in der Shankya-Philosophie nennt, dass wir alle, wie wir hier da sitzen, alle suchen wir in Wirklichkeit diese Freude. Richtig oder nicht? Und was immer wir auch tun, was wir eigentlich wollen, hinter allen Dingen, ist diese Freude zu spüren, diese Glückseligkeit aneinander, das, diese Erfahrungssache. Natürlich denken wir, wir finden das in Geld, in Sicherheit, in Reichtum, in Sex, in Ruhm, in Drogen, im Alkohol, in all den Dingen, die uns nach außen bringen, suchen wir in Wirklichkeit ein bisschen von dieser Freude. Aber wir merken dann, wahrscheinlich geht es über hier viele Leben hin, das sie suchen. Dann merken, okay, ich habe das gemacht, aber ich habe den Erfolg gehabt, ich habe das Geld, ich habe alles da, aber am Ende bitterer Nachgeschmack. Irgendwie sind wir nicht wirklich befriedigt, oder? Das ist okay, das ist angenehm, Comfortzone ist nett, aber sind wir wirklich befriedigt? Dann geht die Suche weiter, suchen wir in einem anderen Bereich. Bis wir an den Punkt kommen, wo wir merken, okay, es äußerlich, im äußeren Leben, in all den Dingen, in den Beziehungen, im Wohlstand, im Geld oder was auch immer, im Ruhm, liegt diese eigentliche Erfüllung. Wenn man den Punkt bekommt, beginnt Yoga. Wenn man das verstanden hat irgendwo, beginnt eigentlich der wirkliche Spiritual Yoga nicht. Wir stehen mit den sportlichen Yoga-Stellungen, was wichtig und gut ist für den Körper und so weiter. Aber Yoga heißt eigentlich der Weg zu der inneren Vereinigung mit dem Göttlichen, zu dem Zustand von Einheit, von Samadhi. Wenn man an den Punkt gekommen ist, wenn man verstanden hat, okay, äußerlich finde ich das nicht, was ich wirklich suche, dann beginnt Yoga. Der ganz bekannte, die ganz bekannte Autorität des Yogas, Maharishi Patanjali, Yoga Sutras, die Patanjali, die eigentlich die meisten Yogis kennen, beginnt seine Yoga Sutras mit der ersten Phrase: Jetzt beginnt Yoga. Und Yogananda hat es geklärt, ne, dass jetzt ist entscheidend, weil diese Suche ist vorbei. Wir haben verstanden, dass wir eigentlich nur in uns selbst die wirkliche Befreiung, Befriedigung und das wirkliche Glück finden können, ne? Nicht äußerlich. Dann beginnt der eigentliche Yoga-Weg, ne? Nicht wenn wir uns in einen Yogakurs einschreiben, im Yoga-Zentrum, aber wenn unsere Seele danach schreit, nach dem Verlangen, nach den Sehnen, nach den inneren Sehnen für Befreiung, für wirkliches Glück, ne, oder echte Liebe, alles. Und alles Worte, ne, die können auch banal klingen, sind irgendwie so viel verwendet worden für falsche Dinge. Ne. Aber worum es geht, dass man, wir suchen das Gefühl, diese innere Erfahrung. Dann beginnt Yoga, wenn wir das wollen. Ne. Und dann kommt auch, das passiert im Leben, dann kommen die richtigen Leute in unser Leben, dann bekommen die richtigen Bücher in unser Leben, dann kommt vielleicht ein spiritueller Meister und spiritueller Lehrer in euer Leben. Ne? Wenn die innere Entscheidung da ist und der Schüler bereit ist, kommt der Meister. Das ist ein alter, banaler Spruch, aber es stimmt immer, es wird immer stimmen. Ne? Nicht vorher, man kann in die selber suchen, es kommt. Wenn man selber an den Punkt angelangt ist, in seine Evolution, über Inkarnationen hin. Und dann kommen die Methodik, auch wie Kriya Yoga. Kriya Yoga verwandelt Sauerstoff in Lebenskraft, hilft uns Ida Pingala, Prana oder Apana. Das ist auch die Bhagavad Gita, Krishna sagt, ne? Übergebe dein Prana in dein Apana. Diesen inneren Mittelpunkt zu finden, diese inneren Stille, und dann
richtig in den inneren Kanal von Shunshunda, in die Atemlosigkeit einzutreten, und dann beginnt die eigentliche Meditation in der Shunshunda. Da geht es dann weiter und weiter und weiter, nehme ich mal an, in immer weitere, tiefere Regionen, aber griffe dich dorthin und befreie dich Stück für Stück von all dem, was dich begrenzt und limitiert. Es wird in Yogananda hat die Kriya Yoga Einweihung die vier verschiedenen Stufen gegeben. Es gibt vier verschiedene Techniken von Kriyas. Die anderen Kriya Yoga Meister, Shukteshwar, Yerimashaya, Babaji, haben das ein bisschen anders gemacht. Jeder macht das ein bisschen anders, aber es geht eigentlich immer um die innere Essenz des Kriya Yogas. Ne? Das ist immer dieselbe. Und oft hört man dann von anderen, ja, das ist der eigentliche Kriya, das ist der richtige, oder das ist die authentische, ursprüngliche von Babaji oder von dem oder von dem. Das ist eigentlich ein Blödsinn. Ne? Da besteht keine Konkurrenz, da besteht kein Vergleich. Ne? Das sind alles verschiedene Aspekte, das funktioniert alles. Ne? Das ist nicht eins besser als das andere. Yogananda hat es den westlichen Menschen ein bisschen angepasst, weil er war der erste große Meister, wie vielleicht viele von euch wissen, der 1920 nach Amerika kam, war der erste große Meister, der lange im Westen gelebt hat, 32 Jahre, und 1952 seinen Körper verlassen hat. Und er wurde geschickt, in Wirklichkeit, wie er selbst sagte, von einem Auftrag von Mahavatar Babaji, dieser große Meister, der nach wie vor im Himalaya lebt, in der Nähe von Wadi Narayan, in der tibetischen Grenze, in diesem Gebirgsbereich, und der seinen Körper über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende hält, weil Kriya-Yogis haben, verwirklichte Kriya-Yogis haben auch die Möglichkeit, den Körper jung zu halten, wenn sie möchten. Und Yogananda meinte, Jesus Christus kam zu Babaji und hatte ihn gebeten, schick jemand in den Westen zu meinen Leuten hier im Westen, denn das Wissen der inneren Vereinigung mit dem Göttlichen ist verloren gegangen im Westen. Ne? Ich mache alle gute Taten hier, aber der innere geistige Weg ist in die verloren gegangen über die Jahrtausende. Deswegen wurde dann im Auftrag von Christus, wurde Yogananda geschickt, weil Yerimashaya Shukteshwar hat ihn vorbereitet für diesen Auftrag, diese Yoga-Techniken in den Westen zu bringen. Bei Yerimashaya möchte ich kurz über den Yoga-Avatar, wenn wir da Yerimashaya sprechen, haben wir kein Meditieren, gar nichts. Wer hat denn nicht die Autobiografie eines Yogi gelesen von Yogananda? Du, eins, nein. Wo hast du den gelesen? Yerimashaya hatte im Jahr 1860, 61 glaube ich war es. Es war ein normaler Familienvater mit drei Kindern, der aber immer ganz tief spirituelle Seele. Und aus irgendeinem Grunde kam er nach Mutter ins Himalaya geschickt von seinem Arbeitsgeber. Er war ein Buchhalter. Und hat dort den jugendlichen Babaji getroffen. Das war alles vorgeplant in Wirklichkeit, wie es in der Autobiografie erzählt wird. Und in einem ganz spektakulären Moment, wo ein goldener Palast materialisiert wurde, wurde er in den Kriya-Yoga eingeweiht. Und am Ende der Einweihung, wie es eigentlich normalerweise der Brauch war, wurde gesagt, du sollst diese Technik nicht weitergeben, nur an Sannyasins, nur an Mönchen. Sannyasin Indien sind diese Mönche, diese Wandermönche, die allen materiellen Anhaftungen und alles losgelassen haben und keinerlei Verantwortung in weltlichen Dingen mehr haben. Nur die sollten Kriya Yoga bekommen. Aber Yerimashaya, der selber Familienvater war und mit beiden Beinen im Leben stand, hat gesagt, nein, warum Meister, warum soll das nur den
Sannyasins übergeben werden, diese Methode, die ist so toll, die ist so powerful, warum nicht für alle ernsthaften Freiheitssuchenden oder göttlichen Suchenden? Da meinte Babaji, Mahavatar Babaji, Gott hat durch dich gesprochen. Und seitdem ist es möglich, dass auch Leute wie wir hier, wie ich zum Beispiel, diese Kriya-Environment bekommen können, ne? Die verheiratet sind, arbeiten, normal im Leben stehen. Ne? Der Hidimashaya selber hatte über Jahrzehnte lang in der Stadt Varanasi gelebt und hat den ganzen, war nie geschlafen, hat die ganze Nacht über, hat er Leute empfangen und Kriya-Yoga einweihen gegeben und tagsüber ist er ins Büro gegangen als Buchhalter, hatte 5 Kinder, dann hat sein normales, als Beispiel für das moderne yogische Leben, hat ein normales Leben geführt, aber dann hat er in, nachts über in Samadhi-Meditation, da kamen die Weisen von Himalaya zu ihm, um einweihen zu bekommen, um mit ihm zu meditieren. Ein ganz großer Meister hat es erst irgendwie vorgelegt, ne, dass man heutzutage in diesem neuen Zeitalter, in dem wir leben, dass wir im Gleichgewicht leben können, dass wir auch die höchsten Verwirklichungen innerlich haben können, obwohl wir mit beiden Beinen im Leben stehen. Yoganandas große Schüler, die er hatte, wie Rajasichanakananda, James Lin war ein großer Geschäftsmann, Oliver Black und andere seiner großen Schüler waren alles Geschäftsleute, die sehr erfolgreich waren im materiellen Leben, aber gleichzeitig waren sie innerlich geistig verwirklicht. Das war also ein Symbol für uns, dass wir alle ein ausgeglichenes Leben führen können. Wir müssen nicht mehr in die Höhle des Himalayas gehen oder in ein Kloster gehen oder in den Urwald gehen, um dort uns abgeschieden von der Menschheit zu meditieren. Wir können das auch im täglichen Leben machen, mit eben diesen ganz powervollen inneren Technologien, die wir jetzt haben, wie Kriya Yoga, ne, der vorher nicht über die letzten Jahrtausende nicht zugänglich war für, sagen wir mal, normale Menschen wie du und ich. Ne. Aber mit diesen Methoden kann man ganz schnell, weil ich kann es, Yogananda in seiner Autobiografie hat darüber geschrieben, wie viel ein Kriya, wie viele Evolutionsjahre es entspricht und so weiter. Ich möchte darauf nicht eingehen, aber wenn man wirklich Kriya verinnerlicht praktiziert, kann man relativ schnell Fortschritte machen auf dem spirituellen Weg und relativ bald auch diese geistigen Erfahrungen, die ersten Schritte in einem inneren Ohmklang erfahren, diesen inneren Klang, der in einem aufsteigt, oder das innere Licht erfahren, oder die Freude, die aufsteigt und so weiter. All diese Sachen, die beginnen dann irgendwie, das Vertrauen zu stärken in unsere eigenen Möglichkeiten, diese göttliche Befreiung wirklich zu haben. Das ist nicht nur Theorie, man kann das wirklich verwirklichen im Leben. Ne? Nichts ist besser, nichts ist vergleichbar. Auch wenn man nur ein kleines bisschen von diesem göttlichen Nektar trinken kann, ne, oder bekommen kann, ist es besser als andere. Kein Vergleich mehr mit nichts auf dieser Welt. Wenn man innerlich wirklich mal für einen Moment diese Schwingung von oben, wie man es nennt, das ist alles Namen, das ist aber eine wirkliche Erfahrung. Ein bisschen von dieser Erfahrung hat, dann ist eine Ekstase. Unvergleichbar. Unvergleichbar mit all irgendetwas, was man äußerlich irgendwo leben kann oder Freuden, die man so haben kann. Danke. Ja, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich bekomme gerade hinten das Schild gezeigt. Ich möchte noch etwas über uns erzählen. Ne? Also ich lebe wie gesagt in dieser Ananda, in dieser Kriya-Yoga-Gemeinschaft in Italien. Einige von euch waren ja schon mal da bei uns. Wir sind über 100 Leute. Und versuchen eben Kriya-Yoga im täglichen Leben, das tägliche Leben zu bringen. Wir haben, es gibt weltweit viele Gemeinschaften, vor allem in Amerika,
Der Schüler von der Ritterschule von Yogananda, Swami Kriyananda, hat 1969 die erste Ananda-Gemeinschaft gegründet in Nordkalifornien. Dieses Jahr haben wir das 50. Jubiläum. Und in Italien und Europa haben wir vor allem auch viele Gruppen und so weiter, aber eine wichtige Gemeinschaft, die ist bei Assisi, einem wunderschönen, machen Sie Werbung jetzt, ne? einem wunderschönen Hügel hinter Assisi, was auch wirklich ein powerfuler, an sich schon ein ganz powerfuler Ort ist. Ne? Und in unserer Gemeinschaft haben wir eben verschiedenste Aktivitäten, ein Retreat-Zentrum, ein Gästezentrum, wo, glaube ich, 7.000 Menschen jedes Jahr kommen. Ich glaube, das größte Yoga-Retreat-Zentrum in Italien. Wir haben auch verschiedene Unternehmen, oder mein Weg, ich lebe als freischaffender Künstler dort unabhängig. Und in meiner Freizeit gebe ich jetzt meine Vorträge und Unterricht. Wir haben eine Kunstakademie, wir haben auch ein Schulprojekt, Educare alla vita, sagt man auf Deutsch, zum Leben erziehen. Das ist auch in der ganzen Welt haben wir Schulen gegründet, die eine neue Methodik der Pädagogie anwenden. Ne? Das ist eigentlich eine Qualität des Lebens, ne? Das steht im Mittelpunkt. Ja, und aber worum es geht eben, dass wir individuell, jeder einzelne Mensch, durch sein inneres Wachstum im täglichen Leben sich zum Ausdruck, ne? Die Freude im Leben, ne? Und dieses Licht und so weiter, das innere Erfahrung, wie Ausdruck im Leben und dann irgendwie in der Gemeinschaft. Ne? Die Gemeinschaft ist stärker wie separat jeder für sich, ne? Dass man eine Art Schwingungsfeld gründet, ne? Mit dieser Gemeinschaft, wo viele Yogis miteinander gemeinsam leben. Ruby zum Beispiel und meine Frau Radhika, die leben auch bei uns. Und es ist wirklich total super. Ich könnte mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Ist irgendwie, jeder lebt irgendwo auch für sich, aber trotzdem in der Gemeinschaft. Wir haben einen wunderschönen Tempel, das ist der Tempel, den man hier sieht, wo täglich morgens und abends meditiert wird. Und auch die vorbereitenden Techniken für Kriya Yoga gelehrt wird. Darüber möchte ich mal kurz noch drüber sprechen. Normalerweise passiert es so, wenn jemand beginnt, irgendwie sich für den Weg, den Pfad des Kriya Yogas zu interessieren, bekommt er bei uns, jeder, der durch die Tür kommt, eine ganz einfache Meditationstechnik gelehrt. Die heißt Hong So. Das ist eine Technik, die mit dem Atem und mit einem Mantra oder Hamsa in Sanskrit oder Soham auch. Das aber, wir lernen es als Hamsa in Bengal, weil Yogananda kam von Bengalen, wo das so ausgedrückt wird, wo man erstmal lernt, seinen Geist zu konzentrieren und zu beruhigen. Weil wenn man nicht wirklich gelernt hat, ein bisschen Stille zu finden innerlich, hat Kriya Yoga keine Power. Ne? Man muss erstmal mit dran arbeiten, dass man so diesen inneren Mittelpunkt der Ruhe und Stille findet. Das braucht normalerweise mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht länger, bis man so mehr oder weniger und wird dann auch irgendwie unterstützt von den verschiedenen Lehrern bei uns, ne? Mit den Techniken. Und dann, wenn man so weit ist, ne, gibt es dann die Einweihung im Kriya Yoga. Das ist eine heilige Zeremonie. Und es ist auch wichtig, dass es so gemacht wird, meiner Ansicht nach. Das muss irgendwie Power haben. Das ist ja nicht nur eine Technik. Ne. Du kannst auch die Kriya Yoga auch ins Internet gehen und dann kann man die Technik irgendwie sich runterladen. Kein Problem, gibt es alles heutzutage auf dem Internet. Ne. Hat aber keine Power. In der Einweihung kommt die Power der Meister durch. Und das ist das, was dich irgendwie simuliert und auch die Erfahrung auch bei der Einweihung selber von dieser geistigen Kraft. Also die Vorbereitung ist mit dieser Hongso-Technik und danach gibt es auch noch die Om-Technik, eine Technik, wo man sich auf die inneren Klänge einstimmt. Und zwar, die Yogis haben erfahren, dass man auch, das Universum besteht aus Klang. Wirklichkeit. Alles ist Klang, alles ist Schwingung. Ne? Und wenn man sich innerlich
beginnt reinzuhören, kann man diese inneren Klänge erfahren. Und es gibt da Techniken, Methodiken, wie man sich auf diese inneren Klänge einstellen kann, die dann irgendwie dir helfen, zu befreien von der Enge des Körpers. Und danach kommt dann, wird man vorbereitet mit verschiedenen Mudras, Bandhas und so weiter und anderen Techniken auf die Kriya Yoga einweihen. Eine weitere sehr wichtige Technik, die Yogananda speziell in die Welt gebracht hat, sind die Energieaufladeübungen von Yogananda. Hat vielleicht schon jemand von euch davon gehört? Das ist ein Set von Techniken, wie man durch Bewusstseinslenkung und auch man benutzt Anspannung und Entspannung und bis Bewusstseins- und Energielenkung kann man über die Medulla oblongata, weil die Yogis haben verstanden, dass hier hinten am Hinterkopf ist irgendwie die Kontaktstelle für die kosmische Energie, ne, wo die in den Körper eintritt, über den Hinterkopf. Ne. Und man gibt eine Technik mit diesen Energieaufladeübungen, wo wir unseren Körper wie die Batterie mit geistiger Energie aufladen können. 10 Minuten. Leicht gemacht. Machen wir alle zwischen einer Sache und anderen, machen wir diese Energieaufladung mit Anspannung und Entspannung, kann man bei uns lernen. Einfach, ist ein super Instrument, schnell wieder dich zu vitalisieren und weiterzumachen in deinem täglichen Leben. Entspannt auch den Körper und gibt dir Zugang zu Kraft und Energie. Natürlich in Ananda gibt es auch Ananda Yoga. Das ist eine Hatha Yoga, also Asanas-Methodik, die wir bei uns lernen. Man kann auch Yoga-Lehrer-Ausbildung machen. Heila Fei. Ja, und das wären so die verschiedenen Vorbereitungen für Kriya Yoga. Ich glaube, meine Zeit geht zu Ende. Ja, dann wünsche ich euch viel Glück weiterhin auf euren Weg und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen dann bei uns in Italien mal begrüßen darf, ne? In unserer Ananda-Gemeinschaft in Umbrennen, so an sich, ein wirklich schöner Ort. Ich danke euch für eure Geduld.